Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier geht es darum, wie man Textaufgaben bzw. Sachaufgaben zu Hohlmaßen löst. Zur Erinnerung, Hohlmaße waren all das, wo Liter drin vorkommt. Also Liter, Milliliter, Hektoliter und so weiter. Das sind alles Hohlmaße und in der Schule werden dazu gerne Textaufgaben gestellt. Und wie man so etwas löst, das sehen wir uns jetzt an. Ich heiße Dennis, in Lernvideos wie diesem hier und auch auf meiner Website guterklärt.de bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. So, zu Hohlmaßen bzw. Textaufgaben dazu. Nehmen wir mal folgendes Beispiel. Wir haben eine Pumpe und die pumpt 300 Liter Wasser pro Stunde. Also 300 Liter Wasser pro Stunde. Und die Frage ist, wie viel Wasser kann diese Pumpe in einer Woche pumpen? Und das macht man so, 300 Liter in einer Stunde und ein Tag hat 24 Stunden. Also rechnen wir erst einmal aus, wie viel Liter Wasser die Pumpe an einem Tag schafft. Also 300 Liter, 300 L abgekürzt, also L steht für Liter, mal 24. sind 7200 Liter. Das heißt, diese Pumpe schafft es, 7200 Liter an einem Tag zu pumpen. Jetzt interessiert uns allerdings nicht für einen Tag, sondern für 7 Tage, also für eine Woche. Das heißt, wir nehmen die 7200 Liter und multiplizieren sie noch mit 7. 7200 mal 7 sind 50.400 Liter. Das heißt, die Pumpe, die 300 Liter in einer Stunde pumpen kann, schafft in einer Woche 50.400 Liter. Du möchtest den Umgang mit Hohlmaßen noch weiter üben? Dann schau mal unter dieses Video, dort findest du weitere Übungsaufgaben mit Lösungen, um das Ganze ein bisschen zu üben. Ansonsten würde es mich sehr freuen, wenn du ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen würdest, dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.